Rust. Die Geschichte beginnt immer gleich. Nackt. Am Strand. Doch die Geschichte, die du schreibst und die du erlebst, bestimmst du. Und das ist unsere. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all. Tag, neues Abenteuer. Willkommen zu einem neuen kleinen Rust-Abenteuer, Freunde. Hier auf einem Server, der schon 2 Tage alt ist. Aber wir gucken mal, was so geht. Ich bin heute erstmal alleine. Ja, Akio kommt erst morgen wieder mit dazu. Und wir schauen mal, was hier so abgeht. Sind gerade frisch gejoint. Der Server ist, wie gesagt, schon 2 Tage alt. Maybe lässt sich das eine oder andere machen. Mal gucken, was wir heute vorhaben. Mehr Wasser, als ich in einem Leben trinken kann. Mit viel Glück kriegen wir jetzt Plane. Planen Holz. Nice. 50 Stoff, let's go. Ich denke, wir werden uns mal hier orientieren. Oxums, Kanalisationswerk, Klärwerk, das ist eigentlich alles. Das sind wir also wieder. Neuer Vibe, neues Glück. Relativ spontan, ziemlich spät am Abend. Denn eigentlich wollte ich gar nicht mehr spielen. Dachte mir aber, ach komm, lass den Server mal auschecken. Letzten Endes eine der besten Entscheidungen überhaupt. So viel Action, Power und irgendwie skurrile Momente hatte ich schon lange nicht mehr. Aber seht selbst. Falls euch das Video gefällt, haut natürlich auf den Like-Hammer. Und schreibt mir gerne am Ende, wie ihr es fandet. So, nun weiter im Kontext.
Also, es ist schon ziemlich spät und ich will eigentlich gar nicht mehr so viel heute machen. Eher morgen, vielleicht so eine kleine Starter hinzimmern und dann morgen richtig ins Getümmel hingehen. Morgen früh direkt. Ich dachte mir schon. Oh. Oh. Okay. Okay. Das ist ein Zeichen, Freunde. Das ist ein Zeichen. Nachdem die erste Waffe ziemlich easy war, ging es jetzt darum, einen Bauspot zu finden. Mein Inventar war voll und es wurde Zeit. Wir hatten Metallwerkzeug. Wir hatten eine Pistole, wir hatten eine DB. Time for base. Ich will auf jeden Fall schnell das Garage-Tor stashen. Oh, Freunde. Ich glaube, ich habe den Bauspot gefunden. Hier unten, das ist es. Da ist zwar schon eine Base, aber... Ah, oh, hier ist auch noch eine, aber gut. Ich habe eigentlich noch gar kein Base-Design irgendwie im Kopf. Ich glaube, ich zimmer einfach eine ganz normale Starter. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen was Lootbares auftreiben. Ah, wie viel Werkzeug. Auf letzten Server habe ich gar nichts gefunden und hier unendlich gefüllt. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, ihr wartet auf die Action. Ich dachte am Anfang, ich bin mitten in der Nacht hier ganz alleine. Aber ich musste schnell feststellen, dass sich das auch ganz schnell ändern kann. Ich dachte, gut, fahren wir schon mal eine zwei Workbench zusammen, holen wir uns schon mal ein paar wichtige Blueprints. Arschlecken. Ab dem nächsten Loot Drop ging das Ganze so richtig los. Und mit richtig meine ich richtig, richtig. Thank you.
Oh yeah, we did it. Komplette Base-Übernahme, von der Pistole bis zur AK. Ganze Kiste Sulfur, einer der geilsten Plays, die ich jemals gemacht habe. In meiner Rust-Karriere. Jetzt ging es darum, noch schnell die Base zu sichern und den Loot zu transferieren. Und ich dachte eigentlich schon, mehr kann gar nicht passieren. So etwas passiert doch nur einmal und auch nur eine coole Sache. Aber ich sollte mich täuschen. Dieser Vibe hatte noch so viel Potenzial. Wie gewonnen, so zerronnen. Scheiße, nicht aufgepasst und schon einen Loot-Transfer verkackt. Es war die 3er Workbench, das tat natürlich ultra weh. Ich bin dem Typen zwar noch nach, aber ich konnte ihn leider nicht mehr finden. Egal, wir hatten ja immer noch unsere Kiste Schwefel. Oder? Ach, komm. Wahrscheinlich. Wait a minute. Jetzt müssen wir nochmal zusammenfassen, um das ganze Konstrukt der Ereignisse zu verstehen. First, ich gehe deep an C4s und Weiwei's Base. Anschließend campt mich nach dem zweiten Loot-Transfer Weiwei mit einer Custom ab, obwohl ich ihre gesamte Base übernommen habe. Random, woher das Ding kommt. Dann sitzt Weiwei wieder vor meiner Base mit meiner Tommy. Ich nehme ihn diese ab. Allerdings hat er nicht mehr meinen Loot, den er mir beim Transfer abgenommen hat. Von C4 ist momentan gar nichts zu sehen.
Nachdem ich die Situation geklärt habe, höre ich Boom aus Richtung meiner Base. Wobei ich die ganze Zeit darauf geachtet habe, die Jungs auf Timer zu schießen, damit sie ja nicht erfahren, wo ich wohne, weil ich eben keinen Bock hatte auf einen Offliner. Dann wird nur eine Wand aufgesprengt und wie man sehen kann, hatte ich an den Garagentoren noch nicht mal Codelocks oder Schlösser. Sprich, man hätte einfach weitergehen können. Es wurde genau die Kiste aufgesprengt vom Schwefel. So viele Sachen konnte ich mir nicht erklären. Aber es war auch schon spät. Ich denke, am nächsten Tag sollten wir vielleicht ein bisschen Aufklärung bekommen. Vorher passierte allerdings noch das hier. Naja, positiv sehen. Bin auf jeden Fall schon mal weiter wie davor. Irgendwo hier. Die genau diese Base auf. Der Schwefel tut mir gar nicht so weh. Klar, tut er weh. Aber der größte Verlust war die Dreier. Wer das so viel Grind erspart. Es muss irgendwie was Kleines sein. Ich hab nicht mal die Richtung gemerkt, Alter. Nicht mal die Richtung. GG. Hast du mich geradet? Ich bin's nur. Ich hab keine Waffe. Hast du mich geradet? Was? Nein. Weißt du, wer es war? Ich hab dich nicht geradet. Wer... Du hast gar keine... Hast du irgendeine Ecke, wo du warst? Also, nee. Wo ist deine Base? Bei Kanalisationszweig. Okay. Und du hast keinen einzigen Namen? Nein, ich war gerade selber am Raiden. Ich bin vor 2 Stunden oder so erst auf dem Server. Okay. Ist doch ein Stückchen. Naja gut, dann suche ich mal morgen weiter, heute mag ich nicht mehr. Boah, was ein Monster hier. Die hast du geradet, oder was? Ja, mit einer Pistole. Er hat selbst die Türen aufgemacht. Wir können hier einen Deal machen. Wenn du weißt, wer es ist, dann kannst du die Hälfte vom Loot haben. Ich will einfach nur Rache. Weil ich finde das ziemlich frech. Ich komme auf den Server, krieg eine Kiste Schwefel von den Jungs und im selben Moment werde ich selbst geradet und ich vermute, die haben die anderen angestiftet dazu, weil ich habe eine Base, das ist ja nicht meine Base. Ich bin draufgekommen, habe kurz einen kleinen Verschlag gebaut. Das ist ja noch nicht meine Base. Und sowas dann direkt aufzumachen, sehr unwahrscheinlich. Ich habe den letzten Wipe auch gemacht und die wurde den ganzen Wipe nicht zerstört. Ja, also eben, das ist auch sehr... Was du erzählst. Ja, natürlich. Und es war während er auf die Freigabe von seiner Base gewartet hat. Also er ist safe zu denen gerannt, hat gesagt, ey, die haben mich geradet, könnt ihr mir helfen? Wer ist denn das hier, weißt du das? Matschalak, irgendwie sowas. Das waren zwei auf jeden Fall. Kommen, ja. Irgendwie C4 oder so, oder C2 hieß der eine. Der hat die Tür aufgemacht und der andere kam Till. Dann später. Ach, C4 Till. Ja, genau. Ja, okay, das ist ein Clan. Das ist ein ganzer Clan. Ja, aber das sind nur zwei in dieser Base. Die Co. waren vor 2 Wipes hier mit 31 Leuten. Was? Aktiv gespielt haben sie hier mit 4, geradet haben sie mit 31. Ja. Wenn's Till war, wenn da C4 Till wohnt, ja, genau. Dann kann ich dir morgen sicher sagen, ob es war oder nicht. Okay. Das kriege ich locker aus ihm raus, das ist kein Problem. Aber wenn er da Informationen vielleicht herkriegt von diesem C4-Typen. Maybe. Maybe. Er kam immer hier unten aus dem Wald. Ich
letzten Endes hoffe ich, dass ich morgen mehr Informationen habe, wer das war. Damit wir unsere Rache bekommen. Morgen lege ich mit Akio richtig, richtig los. Wir schauen, dass wir richtig Gas geben. Machen wir richtig Progress. Ich meine, was habe ich vom Raid behalten? Wir haben immer noch einen Haufen Metall. Also Metall ist nicht das Problem. Wir haben Tommies. Wir haben eine AK. Zwar kein Fullkit, aber immer eine AK. Den Schwefel haben wir leider verloren. Die Components haben wir verloren. Die 3 Workbench haben wir verloren. Naja, dann locken wir uns mal aus. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, Freunde, Tag 2. Und wir sind nicht geradet. Heute steht auf dem Programm, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Base. Hey. Das Ding hier lässt sich auch nicht mehr groß erweitern. Hier ist leider Ende im Gelände. Es war gestern alles ein bisschen improvisiert, aber es war ja auch nur eine Starter. Gut, schmeißen wir mal alles ab. Und ich würde sagen, wir beginnen den Tag mit ein bisschen Holz. Ich würde gar nicht so weit wegziehen. Weil die Stelle hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Sie ist schön flach. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Tag 2. Und ich muss zugeben, ich war voller Euphorie. Denn der erste Tag war Bombe. Beziehungsweise die erste Nacht. Heute stand sehr viel auf dem Plan. Akio jointe dazu und wir wollten eine neue Base bauen. Ich überspringe diesen Part, da die Hälfte des Tages eigentlich für den Basebau und für den Farm drauf ging. Nichts Interessantes. Außer ein paar kleine Situationen. Eine zeige ich euch direkt. Und was wir jetzt dann für Scrap machen müssen, unbedingt. Hier drin ist gelootet, pass auf. Ich glaube, ich habe auch gerade... Er ist jetzt drin mit der Saar. Sag dich doch. Ich habe gerade was gehört. WW, das ist der, den ich gestern geradet habe. Er hat jetzt meine Tommy. Wo genau ist der? Im Haus war er. Er war in dem Hütchen drin. Fuck. Achtung. Ich bin da. Er kommt hinten. Hinten die Treppe hoch, wo du hoch bist. Er schleicht da. Außen, er ist außen. Außen am Haus. Da, wo du hoch bist. Ja. Er ist one, aber ich habe keinen Schuss mehr. Ich habe keinen Stein. Er wirft eine Granate. Ich glaube, er hat sich selber. Ja. Es ist der andere. Es sind zwei. Okay. Dieser C4 gehört auch zu ihm. Vielleicht solltest du die Waffen schnappen und abhauen. Oh nein. Der andere noch. Ja, ich bin tot. Wo ist der? Ich habe ihm noch 2 Hits gegeben. Ich wollte gerade abhauen. Wo ist er? Auf dem Dach. Ich hatte keinen Schuss mehr, das ist so... Und da ist es passiert. Unsere einzigen Waffen verloren. An die Truppe, von der wir sie hatten. Ein sehr, sehr herber Rückschlag. Und es tat wirklich, wirklich weh, die letzten Waffen zu verlieren. Also ging es zurück zum Bogen. Denn wir hatten immer noch Blueprints und wollten den Wipe irgendwie am Leben halten. Nach einigen Farmruns sollte das dann auch wieder gehen. Denn ich hatte mir Gott sei Dank die Prints geholt. Und auch hier wieder genau die richtige Entscheidung. Denn es sollte noch so viel krasser werden. Ich habe nämlich 17 Grad aus einem Bot geholt. Fickst du die? Das sieht man, wie oft wir das, die Scheiße hier machen. Wir brauchen mal einen Aufzug in unserer Base. Nee. Doch. Dann können wir Leute, wir können eine Trap Base mal bauen, du. Eine Trap Base? Ja. Oh. Nein. Oh, jemand ist hier. Nee, das war's. Oh, MP5. Shit. Der hat ihn gerade getötet. Er ist tot. Sollen wir hier warten? Weil ich glaube, er macht Karten. Oh, ich bin randvoll, ey. Ey, wir müssen sowieso hier recyceln, ne? Er ist dort an der Treppe.
Frei. Die gehen gerade rein, die gehen rein in den Kartenraum. Warte, warte. Das lass Ding deaktivieren. Okay, jetzt. Doch, hab ich. Jetzt könnt ihr oben nicht mehr Licht rein. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Sie können oben nicht mehr rein. Ja, ich recycle jetzt, Alter. Nein, nein, mach das nicht, mach das nicht. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Achso, die kommen jetzt. Shit. Jetzt kommen sie, die haben Licht an. Ah, ja, ja. Einer Hit. Ich bräuchte die Hilfe. Bin hard low. Ja, heal dich, heal dich. Ich versuch zum Laufen. Ich geh hinten auf den Berg. Einen hab ich. Nice, richtig. Ich komm dir helfen. Ich bin low. Ich seh nicht. Dead, hab einen zweiten. Nice, gut. Sind sie beide tot. GG. Er hat MP5. Okay, ich kenne die Namen nicht. Meiner heißt. Ja, keine Ahnung, irgendwas mit Brot. Ja, lass gehen. Okay, ja. Aber ein geiler Play mit dem Schäbel ausmache, ich sag's dir. Meinst du, wir schaffen es noch irgendwie an eine Red Card zu kommen? Aber wenn wir recycelt haben, dann reicht's locker für den Heli. Für die Eurix. Ich will unbedingt Eurix taken. Weil das können uns sau pushen, vom Loot her. Und somit stand der Plan. Eurig. Mit unseren neuen MP5s sollte das auf jeden Fall machbar sein. Wir holten uns noch schnell eine Red Card und dann ging es ab. Bandit Camp. Heli holen und ab zu Rig. Wir suchten uns Big Eurig aus, da einfach der Loot dort besser ist. Wir hofften einfach auf einen gewissen Push. Vielleicht Explosives, vielleicht noch ein paar Tier 3 Waffen. Zu unserem Erstaunen mussten wir aber feststellen, dass Eurig getaggt wurde. Cargo fuhr gerade dabei, also wollten wir das probieren. Allerdings waren schon welche auf Cargo und wir wollten es nicht riskieren, unsere einzigen MP5s bei einem Counter zu verlieren. Also, kurzer Zwischenstopp auf Eurig. Allerdings war uns da die Sache etwas suspekt, denn es waren noch einige Bodies rumgelegen und wir konnten noch ein bisschen Loot abstauben. Entweder wurden diejenigen gecountert oder sind beim Botmachen gestorben. Wir konnten uns die Sache nicht erklären und gingen zurück zur Base und warteten darauf, dass Eurig neu spawnte. Fahr gleich vor. Oh, da sind welche hier. Da sind welche hier, ich muss nachladen. Ich muss runter. Ich bin dead. Oh, nee, doch nicht. Ich bin auch noch nicht dead. Ich bin aber wieder. Da ist noch einer. Alter, lad. Ah, hinter mir. Digga, wie viele Bots? Ich bin so low. Oh, 3 AP, 3 AP, 3 AP! Guck, 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 guck! Oh! Alter! Was war das denn? Ja, keine Ahnung! Kannst du eure Bots auf einmal oder was? Oh, ich geh schnell da rauf, Alter! König! Yo! Nein? Ich lass dich dann hoch, oder möchtest du? Ne, ich lass dich. Du mach vor. Was? Du, ich lock sie an und du schießt sie mal ab. Komm auch mal. Oh, das ist jetzt gar nicht mehr so bad. Muss locken, ne? Hast du ihn? Ja. Also schon, aber das ist schwieriger. Ja, ich bin so.
Airdrop. Oh. Wollen wir ihn gleich callen? Keine Ahnung. MP5. Oh nein. Nice. Computer Station. Und. Oh! Was? Hier ist noch das Emi-Buddy. Eine Motorsäge. Ja. Oh, nice. Ich call dann gleich den Loot Drop. Oh, der Luther ist nicht allzu lang her, du. Ich hab gleich einen Besuch bekommen, ja. Gott. Ich sehe zwar keinen Moment, aber könnten schon. Da kommt einer, gegiert. 330. Und das hat er. Mit Waffen. Das hat er. Ich gehe raus. Oder dann bleib ich hier. Lootrap war Custom Pump und Granaten. Nichts Gutes. Ja, gut. Dann gehe ich noch looten. Hier vorne. Siehst du ihn? Ja. Also Loot Drop war auch für den Arsch. Ich glaube, die Loot Drops hier sind absoluter Müll. Wirklich. Ja, das war, also das war jetzt. Ich war jetzt schon bei so vielen Loot Drops. Nicht einer hat was gebracht. Nicht einer hatte meine anständige Waffe. Die Custom ist sogar am besten. Einmal habe ich nur Pumps bekommen. Und das andere mal die Pistole. Ja, wir haben eine Semi von dem Typen bekommen. Das ist auch mal was, ne? Alles in allem war der erste Auric Run ein richtiger Erfolg. Es ist nicht schief gegangen. Okay, diese Bots waren krank. Aber sonst haben wir gut Loot rausgeholt. Ein Loot Drop, der zwar nicht so geil war, aber immer eine Custom. Und die Semi, die uns dieser Dude vorbeigebracht hat. Wir wollten unser Glück nicht überstrapazieren, deswegen legten wir kurz eine Pause ein und farmten noch ein bisschen für die Base. Allerdings sollte das nicht der letzte Besuch auf Auric bleiben. Und auch nicht der letzte alleine. Kommt man hin? Ja, es geht. Buggy, glitchy. Jemand macht Auric. Oder? Hä? Nee, der umkreist. Das ist der normale. Da ist jemand. Ich hör's, ich bin gerade in der Kamera. Auric 1. Was war Auric 1? Auric 1 ist das Kleine. Hä? Auric 2 kommen gerade die Heavy Bots. Nee, das sind wie, das ist normaler. Achso, halt. Ja. Nee, das sind Heavy Bots. Ich seh's doch. Zwei Mann. Aber der umkreist mich. Digga, ich bin in der Kamera. Ich sehe sie. Hä? Aber seit wann umkreist? Dann ist es noch ein anderer. Wenn du willst. Wir könnten es schaffen. Okay. Vielleicht behält er ihn auch da. Glaube ich nicht. Okay, ich mach dann Sturz. Look. Ich sehe nicht. Ein bisschen höher noch. Nein, ich sehe nicht, ich sehe ihn. Er ist unten. Ja. Beeil dich, er hat uns gehört. Der Heavy-Bot steht noch. Ah, scheiße. Du musst mich runterlassen, Akio. Wir können nicht rumfliegen. Wenn das, dann geht ein Posi. Okay. Ja, soll ich auf. Du kannst mich an der Seite runterlassen. Das geht doch auch. Aber da ist er ja. Er ist rechts. Er geht auf den Kran, Ja. Dann flieg links, flieg links. Ja. Und drauf. Aber hart. Ich hab was im Wasser. Was? Ich hab gerade irgendwas im Wasser gehört. Ist der abgehauen? Nein, ich sehe ihn. Er ist hinten beim Feuer, Da, bei, noch unten beim Wasser. Boot. Nein, einer ist hier. Akio, einer ist hier oben. Ja. Ich hab den am, ich glaube, ich hab den unten. Einer ist hier, an demselben Ding beim Feuer. Hinter dem Container. Oder was das ist, hinter dem Tank. Ella. Ich habe ihn, hit er mich. Ja. Oh, Nate. Oh, fuck, die kam gut. Ich bin dead! Nein, oder? Scheiße. Ich bin full dead. Ja, die sind zu zweit. Scheiße. Kannst du vielleicht in der Kamera schauen? Ah ja, das könnte ich machen, stimmt. Oder rüberschwimmen. Geht nicht. Ich kann den nicht pushen. Mein Body liegt auf jeden Fall noch. Schau mal, einer müsste. Da war noch. Ich schau grad durch, Heli, aber ich seh ihn grad nicht. Leadpad ist nix. Heli ist weg, das ist viel enttäuschender. Ja, das tut wirklich weh. Ich wollte eigentlich pushen, aber es ging nicht, weil ich von.
Boot hörst du, das gegen das Ding geht. Oder? Nee, da schwimmt einer. Da schwimmt einer. Sag dich das. Ich seh's. Wo? Unter dem Gitter, wo man an Land geht, ist der. Unter dem? Ja, unter dem Gitter. Er ist am Boot. Er schwimmt da irgendwo rum. Er ist jetzt unter. Links ist am Gitter. Links am Gitter. Links von dir aus gesehen. Links. Jetzt ist er wieder runter. Unterm Gitter. Er ist genau drunter. Ich sehe ihn wirklich nicht. Sag mal, wo. Okay, ich stehe jetzt hier. Wo ist er? Er ist da unter, ah, unter dir gewesen. Jetzt sehe ich ihn. Ja, jetzt sehe ich ihn. Er ist full geared, ne? Kannst du nicht von der Seite reinhämmern irgendwie? Nee, vom Boot das geht aus. Leider nicht. Oder, achso, vom Boot. Aber er hat auch seine Waffe draußen. Mini kommt. Oh nein. Ja. Jetzt muss ich ihn holen. Hast du ihn? Ich glaub schon, ja. Aber es ist dein Mate. Ja. Er wird keine Ahnung. Ich seh ihn nicht. Ah, ich seh ihn. Ja, ist ja, genau, er ist an der Kante, oben, wo du immer runter guckst. Genau da ist ja. Er. Full Kit. Ja. Seh ich ihn nicht mehr? Ich glaube, er geht durch. Ich glaube, er kommt runter. Shit. Wenn du ihn holst, hast du alles wieder. Ja, er geht runter, aber ich weiß nicht wo. Er ist da, wo du gesagt hast. Ja, du musst es wissen, Ja, ja, er ist da, ich sehe ihn, das Schleichen. Ich weiß, er weiß nicht, wo ich bin. Er geht wieder hoch. Scheiße. Ich schau mal, wo das Heli geht. Ja, er geht zum Heli. Ja. Ist das dem echt so YOLO? Ja, ja, er wird gleich gehen. Nee, er steht immer noch im Helipad und guckt runter. Scheiße, vom Helipad kann er mich nämlich holen. Er ist, glaube ich, sau unsicher. Er macht Smoke. Sein Mate kommt. Von wo? Er ist raus wieder aus dem Heli. Ja, war mir klar. Ja, er ist da, er läuft da hinten bei diesen roten Rohren. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Mhm. L5. Ah, ich weiß, wo du sitzt. Er ist genau über dir. Genau über dir. Ich sehe es, er sieht mich aber immer noch nicht. Maybe geht er da. Dass ich irgendwo anders bin. Da kommt da die Treppe. Oh, ich glaube, er hat dich gesehen. Oder? Ja, hat er. Er pusht die Treppe. Oh nein, er pusht dich. Er ist noch mal eins runter. Ich habe ihn Headshot einmal. Nice, er ist low. Der Granatwerfer, pass auf. Er packt ihn wieder aus. Kacke, ich bin im Wasser. Ist nicht. Kann dir nicht helfen. Er pusht noch nicht. Er kann nicht. Aber ich bin im Wasser. Ja, du kannst doch da wieder drauf. Das Rohr. Nein, kann ich eben nicht. Das ist ja dieses scheiß Rohr, Mann. Man kommt da einfach nicht rauf. Es ist so verbuggt. Alles ist hier Achtung, verbuggt. Achtung, er piekt. Er sieht dich nicht, er weiß nicht, wo du bist. Jetzt hat er dich wieder gesehen, glaube ich. Er ist rechts am Rohr vorbei. Ein Granatwerfer? Er packt ihn. Naja, hab's gesehen. Du lebst noch, oder was? Ja. Er pickt wieder? Ich sag einfach, wenn er runterkommt. Er kommt nicht runter, er wird's nicht machen. Pass auf, er aimt ab. Jetzt pickt er wieder. Er sitzt an der Ecke, genau an der Ecke. Er kommt runter! Er ist. Nein, ich bin down. Shit. Ein erneut schwerer Verlust. Unsere besten Kids, unser Heli, unsere gesamte Euric, einfach weg. Aki hat versucht, das noch zu retten, aber hat dann leider gegen die Übermacht von Granite Launcher und Full Kids einfach auch nicht mehr so viel ausrichten können.
Das sollte es dann auch für den Tag gewesen sein und wir versiegelten unsere Bunker und lockten uns aus. Hopeful that tomorrow will be a better day. Gut. Dann stehe ich jetzt hier mal AFK. Noch ein bisschen rum. Solange ich halt lebe. Gut, Akio, ich sag schon mal Servus, ne? Wir hören uns dann morgen. Ciao, viel Spaß. So, meine Lieben, Tag 2. Und es schaut gut aus. Wir leben noch. So, und natürlich meinte ich Tag 3. Hab mich bloß etwas vertan, weil ich hatte die Nacht nicht mitgezählt. Heute sollte es nochmal richtig rund gehen. Wir trafen verschiedene Gruppen in diesem Vibe und waren uns noch nicht ganz sicher, wer unser Ziel sein sollte. Zur Auswahl standen C4 und seine Gruppe. Leider ist der Schwefel, den ich im ersten Play erobert habe, nicht wieder aufgetaucht. Somit wären sie ein plausibles Ziel. Zweitens eine neue Gruppe. Unsere Nachbarn, die über Nacht aufgeploppt sind und uns den ganzen Tag geroofed haben. Die hätten es schon verdient. Unser Nachbarn. Und natürlich noch eine dritte Gruppe. Aber diese sollte erst im Laufe des Tages zum Thema werden. Aber bevor es mit dem Raiden losging, wollte ich erstmal nochmal eine Base auschecken. Und zwar die von C4. Ich wollte gucken, wie sie sich verändert hat und ob sie überhaupt noch spielen nach ihrem ersten großen Verlust. Oh mein Gott. Akio, die Kisten oben unten stehen leer. Also die stehen offen, da sind die Türen nicht drin. Ich komm nicht ran, das Garagentor ist offen. Fuck, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, ich nehme gleich Explorer mal mit, vorsichtshalber. Es ist eine Sheet Metal Door, bis runter. Alles offen. 64 Eggs. Bro, ich bin drin. Ist es das wert? Ja, ne? Ich nehme die Explo-Ammo und die zwei Satches. Das sollte reichen für eine Sheet Metal Door. So, also da. Ich weiß ja nicht, was in C4s Kopf vorging, aber AFK zu gehen, während alle Türen offen sind, ist selten eine gute Entscheidung. Ja, im selben Zuge wollte ich das als nächstes tun, denn nach diesem erfolgreichen Raid wollte ich mir eine Pause gönnen. Ich muss allerdings sagen, ich kam genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Komm her. Was ist ein Heli. Mach Full Gear und bring mir vielleicht auch noch Gear mit. Da, wo ich gerade stehe, der See wird gerade geradet von zwei Leuten. Ich bin gerade hier. Ich weiß, weil ich am Roof stehe. Ich weiß. Aber ja. Ja, warte. 20 Sekunden. Ja, oder bei mir halt T22. Aber halt so, dass du nicht den See irgendwie überfliegst. Welchen See? Den? Nee, rechts von dir, gleich neben dir. Vor mir. Ja, genau. Hier unten läuft einer. Reitet. Komm her. Ich komm, ja. Okay, aber gerade habe ich absolute Lags. Er steht. Was hast du dabei? Ich habe Monster Lags, eine Bolt. Ich lecke. Okay, es leckt. Es leckt wie die Sau. Steht. Ich seh dich.
laggt alles gerade bei mir. Keine Ahnung, was los ist. Ich komm nicht her. Du fliegst ganz straight zu mir, das ist nicht gut. Ich lande hier unten. Es laggt bei mir. Ich wiederhole mich nochmal. Es laggt bei mir. Ich ruckel durch die Gegend. Alles gut. Land einfach. Shots on me. Ja, naja. Ich seh's gerade. Flick hoch. Gut. Land hier. Gut, nice. Oh, shit. Oh, die pushen mich. Hart, drei Mann. Ja. Oh, ich bin hart low. Akio, ich brauche Hilfe. Ich kann nichts machen. Ich bin zu weit weg. Ich komm. Einer full dead. Ja, der andere ist unten. Ich muss mich weiter healen. Ich war auf 3 HP. Ich bin gleich bei dir. Wo ist an dem Stein, oder? Er ist unten bei dir. Ja, ja, ich weiß wo. Dead? Nein, doch nicht dead. Er ist hard low. Ich muss nachladen. Ah! Ja, war klar. Ja. Dead, full dead. LA, full dead. Hab LA. Oben. Nimm die LA. Ich muss healen. Ich bin hard low. Push da. Ich bin hier noch nicht offen. Ich kann noch nichts machen. Oh, meine dead. Ja. Beide dead. Nice. Soll ich für mich stehen? Oh, das ist der erste Monster Rocket Launcher. Das sind die von oben. Ich push. Hinter uns, naked. Aber geh hoch. Ich hab den eigentlich gelootet, den Hessi. Alles gut, ich mach das schon. Hab die Bodies. AK. Nice. L96. Oh, LA. C4 Rockets, 6 Rockets. Okay, du musst mir helfen hier beim Looten. Jens, mach mir bessere Punkte. Hab ihn in der Headshot dead. Rechts ist dead. Ah, ja, nein. Hast du Stoff? Ja. Mach Stashes. Lass Stashen. Wir können noch mehr mitnehmen. Ich Stash L96. Hast du die Bolt mit? Warte, wir müssen mal sehen, wie viele wir haben. 1, 2, 3. Ja, ich hab 2. Ist ja egal, wir finden das dann schon. 5. Berg, er kommt. Er sieht uns. Haben ihn Hit. Wir müssen hier weg. Lass nach links laufen, dass wir sie wegtreiben von den Schlafdecken. Hält oben. Okay. Oh, neben mir ist man. Jetzt werden wir sterben. Das ist das Ende, Akio. Du bist full dead? Ja, aber... Ja, ich habe nur noch 2 Magazine. Alles gut. Ja, komm, dich sehen. Warte, vielleicht krieg ich ihn. Hab ihn? Ist dead? Full dead? Nice. Lauf hin. Jetzt zieht wieder ab. Ich spawn am anderen. 30 Sekunden. Er darf mich nicht hitten, sonst bin ich dead. Ja, er hittet mich mit der Bow. Das war also unsere erste Begegnung mit der Don Papa Crew. Es soll doch nicht die letzte sein. Wir mussten feststellen, dass noch einige mehr zur Don Papa Crew gehören. Und wir sollten sie auf dem Rückweg von unseren Stashes erneut besuchen. Alter. Ja, wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen erst nach Hause. Wir können aber stashen. Ich habe nicht mehr Stoff. Ja, okay. Oh. Ja, ja, doch. Ich würde eine Stash machen. Ich kann nur eine Stash machen. Ich auch. 2 Stash. Ja. Ja, komm, fuck it, lass stashen. Achso. Okay. Okay, let's go. Wir werden so sterben. Das ist jetzt so arrogant, was wir treiben. Es wurde aber auch diesmal auf dem Hangar gemacht, weil der ist vor dem Hangar gestorben. Bradley. Komm. Schon? No. Gut. Er war genau da, wahrscheinlich ist er jetzt zum. Auf den Hangern ist alles leer. Er ist los, ja. Wo ist hier? Hab ihn, dead oben, Hangar dead. Geh den Tower rein. Ich kann gerade noch nicht, ich muss mich jetzt wieder hoch hier, Mann, das war ein Fight jetzt. Hier unten ist dead, bist du das? Nee, ich renn grad nicht, ich mach nix. Ich crouche. Am Hangar. Den, wo sie gemacht haben. Achso, die anderen, ja genau. Toll dead. Easy.
Ich werfe halt sowas wie eine Spritze raus oder so ein Scheiß. Hier war noch einer. Hast du ihn? Ja. Was? Aber der hatte bloß einen. Ja, nice. Aber hier ist noch mehr Zeug. Ja, ich versuch's, Akio. Ich kann noch Spritzen mitnehmen. Werfen, ich kann noch Spritzen werfen, alles cool. Die andere Crate ist hier unten, ne? Ja, okay, die andere ist mit HV und alles. Ja, also nur HV. Brandrockets. Brandrockets, ja, hier hinten, wo ich stehe. Die ist aber ein bisschen verpackt. Ich muss auf den Boden schauen. Alles gut. Ja, ja. Ja, ab's ja. Gut, wir müssen jetzt hier abhauen, Alter. Das ist ja. Ich lass die Bolt aber da. Ein letztes Mal mussten wir noch hingehen. Alles mit, Mann. Ganz Klamotten und so jedes Mal. Ich ja, wollte jetzt hier genommen. Die ganze Abteilung für Hessis. Ja, wahrscheinlich, ey. Oder kommt der Aufräumtrupp, wenn sie verloren haben, kommt der Aufräumtrupp. Richtung 150, zu zweit. Die sind jetzt alle hinter mir. Einer Knock, einer Knock, einer Knock. Deine rechts hat mich beschossen. Einer noch. Meinst du, ich treff den? Ich treff ihn nicht, den Hessi. Aber der Full Git ist dead. Den dritten habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Komisch. Close von mir einer. Dead. Noch einer. Papa. Habt ihr AK? Ja, la. Wir müssen aber schnell weg, weil die wohnen ja hier. Dabei. Hast du Taktikhandschuhe? Ja. Ja, gut. Komm. Und nochmal komplett abgezogen. Noch eine La. Wow, Shots! Hinter dem Ding. Ja. Bin low. Bin hard low. Warte. Haben wir wieder Hit? Ja. Ist er dead? Tot. Nice. Ja. Wir sollten gehen sofort. Er kommt gleich wieder mit seiner Scheiße. Aber jetzt ist er tot. Nice. Ist der auch nochmal so voll? Patrick. Ah, ist der letzte von dir. Der war jetzt, also. Hab ich auch seine Waffe. Komm, wir müssen die abbauen, oh, nicht so. Digga. Nun gönnten wir der Don-Gruppe ein bisschen Pause und widmen uns unserem Raid. Das war nämlich das Einzige, das wir noch nicht wirklich durchgezogen haben. Einen Raid. Wir wussten jetzt, wen wir raiden, denn C4 wurde ausgeschlossen, nachdem wir bei ihm zweimal deep gegangen sind und die Don Crew war zu groß und die Base viel zu wuchtig, um da überhaupt zu zweit irgendwie was zu reißen. Da blieb nur einer übrig, unsere Roofie-Nachbarn. Wir machten alles ready, verschossen unser MLRS und gingen direkt rüber. In der Hoffnung, dass alles gut geht. Er steht schon oben. Treff ihn nicht, ich muss gleich nachladen. Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Nice. Okay. Hier ist der Kern. Wir können in die Downpeaks. Theoretisch. Hier ist offen, komm zu mir. Nice. Auf der anderen Seite warst du da schon. Nein, ich bin hier unten, ich bin einen Stockwerk schon tiefer. Ich bin in Downpeaks, er kommt raus, er geht raus in den Hof, er macht zu. Ja. Jetzt muss hier irgendwo reingehen. Hier, bei mir. Er macht, komm, lauf! Ich komm. Hab ihn, dead! Tür offen! Nice. Nein, ich bin runterfallen. Achtung, unten ist einer. Okay. Hab ihn dead. Danke fürs Öffnen. Oh, Schatz! Okay, er piekt von unten. Oh, ich bin fast dead, ich bin fast down. Ja, ich aim ab. Ja, lass Rocket nehmen. Ja. Ich hab einen Hitmarker bekommen. Maybe dead. Ja, ich hab auch nichts mehr. Explo. Wieso kannst du nicht einfach erstmal Expo laden? Ich weiß es nicht. Ich trinke die ganze Zeit auf Expo. Ich weiß es nicht. Kann man eine Shotty Trap fallen?
Achtung, Shots. Ja, ja. Er kann nur immer pieken, er piekt, pass auf! Warte, ich schieße eine Rocket. Pass auf. Ja, er piekt da. Dead. Ja. Sollen wir nachforschen? Der ist ein Jolly Trap weg! Ich weiß nicht, ob da gibt's so einen Peak, er kann hier durchschießen, pass auf. Also quasi, du musst rückwärts runter droppen. Mhm. Gut, Vorsicht. Ja. Offen. Gut. Ist offen, keine Trap. Auch keine Trap. Oh doch, Trap! Ja. Bist ja tot? Nein. Ich meinst schon. Er macht auf. Okay. Bring mal Granaten mit. Ja. Ich komm nicht an die Leichen. Ich nehme jetzt nochmal eine. Und ich kann nicht runterspringen und ich habe 20 Schuss. Er kommt aus rum hoch. Er ist dead. Nice. Da liegt eine AK. Hast du das? Ja. Hast du die Granaten? Ja. Das sind auch deren Schlafsäcke, ne? Du das? Oh Gott, dein Name wurde nicht angezeigt. Ja. Wie warst du? 5? Ja, das ist ja mehr Atemwind in der Base. Shit. Haben wir irgendeine Waffe? Er hat zugemacht, sehr gut. Gut. Ich sehe das dumme Ding, warte. Warte, nein, nicht hier. Mach die Waffe. Was, wenn ich kann dir AV geben? Nein, dann springen wir noch selber. Alles gut. Bringt nichts, ich habe nicht mal einen Launcher. Pass einfach auf. Pass einfach ein bisschen auf. Ja, ich gehe wieder hoch. Die geladen mit AV? Ja. Ich glaube, ich hab's, ja. Ja, ist weg. Gut, hier, Explo-Ammo in der Kiste. Oder so, ich? Ja, in der Waffe. Ich bin dead! Er wollte dich looten. Ich oh, einer ist draußen. Ich komme von außen mit LA. Ich habe zwar keinen Healer, aber es wird schon klappen. Oder ich weiß, was ich mache. Er ist am Dach, einer mit Waffenlicht. Bist du am Waffenlicht, am Dach? Nein. Dann ist er am Dach. Er ist oben draußen. Bist du mit Charlie? Ja, ich bin ich. Nein, nicht mit Charlie. Ich mit normalem. Schießt irgendjemand mit Charlie auf die Base? Ja, ich nicht mit Charlie, sondern mit normalem. Ja. Er ist oben am Dach. Du siehst ihn aber, ne? Ja, ab und zu mal. Er hat so Downpeaks, so hässliche. Hab ihn Hit. Gut. Ich weiß halt nicht, wo seine Freunde sind. Es sind 2, by the way. Passiert? Sie haben mich gerocket, PvP. Ja, bin dead. Und so verloren wir unseren Raid an die Papa Crew. Unglaublich. Die Gruppe, die wir zuvor noch so unter Kontrolle hatten, bleibt uns bei unserem eigenen Raid. Schade, aber das ist Rust. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und denkt an euren Daumen. Bis zum nächsten Mal.